Das thailändische Alphabet, online lernen, Savadikrap und herzlich willkommen auch zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um den Buchstaben Shorshing, einen Konsonanten der hohen Konsonantenklasse. Deswegen nehmen wir auch die rote Farbe zum Schreiben. Du kannst dir auch gerne jetzt einen beliebigen Stift und ein Blatt Papier zur Hand nehmen, denn dann können wir gemeinsam das Schreiben üben. Los geht es, dass wir einen Kreis zeichnen. Wir beginnen auf der rechten Seite, also auf der Uhr, bei 3 Uhr und zeichnen diesen Kreis im Uhrzeigersinn. Ganz simpel. Ja? Dann gehen wir in einer Linie nach unten. Ja? Die Linie muss gar nicht lang sein, einfach so wie hier Schritt Nummer 2. Beim Schritt Nummer 3 wird es ein bisschen komplizierter. Ich setze auch gleich mal ab, dass du das sehen kannst. Ich gehe dann in so einer geschwungenen Linie nach rechts. Okay. Im nächsten Schritt deute ich schon den zweiten Kreis an. So. Um dann die Linie nach oben durchzuziehen. Das sieht dann so aus. Und um hier dann diesen Bogen zu zeichnen. Ja? Das ist Shorshing. Du hörst es vielleicht schon. Schor, ja, der Sch-Laut. Also S-C-H geschrieben. Schor. Und das Beiwort ist Shing, ja, tiefer Ton. Fangen wir erstmal an mit dem Laut. Steigender Ton, ja, ganz wichtig. Ich sage nicht Schor oder Schor. Ich sage Schor. Meine Stimme beginnt ganz tief und hebt dann an. Schor, ja. Schor und dann Shing. Ich hatte schon gesagt, tiefer Ton. Unterstrich, ja. Kein Bindestrich, sondern Unterstrich. Shing. Hoher Konsonant. Shing ist das Beiwort, das schreibe ich dir jetzt auch in Teil dazu. Dann können wir es auch gleich nochmal üben, den Buchstaben zu schreiben. Also ich mache den Kreis, gehe in der Linie nach unten, rüber, zweiter Kreis, Linie hoch und der Bogen. Dann brauchen wir ein kurzes I. Das kurze I, ja, steht über den Konsonanten und wir brauchen auch noch das Tonzeichen für den tiefen Ton und wir brauchen die Endung ng. Ja, hast du schon vorher gelernt, wenn du alle Videos verfolgst. Also ja, Shing. So wird es in Thai geschrieben, das Beiwort. Und Shing ist das Wort für Zimbel, ja, dieses kleine Becken, das Musikinstrument. Deswegen sieht man auch die Zimbel abgebildet, wenn man diesen Buchstaben sieht in Lehrbüchern oder auf diversen Webseiten. Aber gut, das ist natürlich eine Vokabel jetzt, die man nicht wirklich braucht. Deswegen will ich dir natürlich auch noch zwei weitere Vokabeln vorstellen, die du viel, viel besser gebrauchen kannst. Vor allem die nächste Vokabel. Auch hier wieder, ja, der Kreis nach unten. Rüber, zweiter Kreis, Linie hoch, Bogen. Okay? Dann zeichnen wir den kurzen Vokal A. Der steht so ein bisschen drüber, ja, über den Konsonanten. Und dann brauchen wir ein N, das wir so schreiben und welches du später noch in einem separaten Video kennenlernen wirst. Auch hier wieder. Steigender Ton, ja, steigend. Shan, ja, du beginnst tief. Shan, und dann geht deine Stimme nach oben. Das ist übersetzt ich, das Personalpronomen ich für Frauen, ja, also wenn du eine Frau bist und du möchtest ich sagen, dann verwendest du diese Vokabel, du sagst
Chan. Und Männer sagen übrigens Pom. Ja. Ich sage zum Beispiel Pomchö, Silko. Ja. Ich heiße Silko. Du würdest meinetwegen sagen Chanchö, Sarah. Okay? Also, sehr wichtiges Wort. Chan. Mit dem Laut oder Buchstaben Shaw, ja, kurzes A, N, Doppelschreibung vom N, wie beim deutschen Wort wenn, damit wir wissen, dass das A kurz ausgesprochen wird. Und dann machen wir noch eine dritte Vokabel mit dazu. Auch hier wieder der Kreis, runter, rüber, zweiter Kreis, Linie hoch und hier rüber. Ja, jetzt ist es ein bisschen eng geworden hier. Jetzt brauchen wir das lange I. Und hier ist nochmal, ja, deswegen sage ich es ein bisschen eng geworden jetzt, das Tonzeichen für den tiefen Ton. Shi. Ja? Shi. Ich schreibe dir erstmal die Lautschrift dazu. Unterstrich. Und dann SCH. Doppel-I. Ja? Du siehst halt hier, das ist das kurze I. Das ist einfach nur die Linie hier rüber und dann abgeschlossen. Und hier im Prinzip das gleiche, aber dann geht es nochmal nach oben. Ich kann es nochmal hier zeigen, ja. Das ist das kurze I. Okay? Und das hier ist das lange I mit Doppelschreibung. Das ist der Unterschied. Tonzeichen, hier ein bisschen eingequetscht für den tieferen Ton. Und das bedeutet pullern, pinkeln, ja, wie auch immer du möchtest. Durchaus ein Wort, was man im Alltag gebrauchen kann. Ich schreibe hier einfach mal pinkeln dran. Okay. Zum Beispiel Thais sagen zum Beispiel Bochi. Ja, also es drückt, die Blase drückt. Ich muss auf Toilette. Generell gibt es aber nicht so viele Wörter mit diesem Buchstaben. Es gibt vielleicht noch Chalat. Ja, das bedeutet clever oder so ein bisschen eher sogar Richtung Klugscheißer. Aber wirklich sinnvolle Wörter habe ich jetzt hier schon ausgewählt, ja, die man durchaus auch im Alltag verwenden kann. Ich fasse noch mal kurz für dich zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir haben also einen hohen Konsonanten gelernt, den wir bei unserem Sprachkurs in der roten Farbe darstellen. Ja. Das ist dieser hier. Und dieser entspricht unserem Alphabetverständnis her dem Sch-Laut. Ja. Klingt auch genauso in Thai. Sch-Shor-Shin. Shor ist der eigentliche Buchstabe und Laut. Xing ist das Beiwort, ja, wird in Thai so geschrieben und bedeutet, ist das ein Musikinstrument, Zimbel. Dann haben wir zwei ja, durchaus wichtige Vokabeln gelernt dazu, nämlich Chan. Chan bedeutet ich, wenn eine Frau spricht. Ja. Chan Hiu, ich bin hungrig, als Beispiel. Chan Chö, ich heiße. Okay. Und dann haben wir zu guter Letzt das Wort für pullern, pinkeln, wie man auch möchte, wenn man auf Toilette muss. Das ist Shi. Ja? Tiefer Ton, langes I, aufgepasst. Shi für pinkeln. Ja, ich hoffe doch, dass du mit dem Video Fortschritte erzielen kannst, dass dir das eine Hilfe ist und bedanke mich natürlich auch für deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch mehr Thai lernen willst, dann schau doch mal vorbei bei www.thailernen.net, wo du mit unserer Online-Schule schon ab 18,40 € im Monat Thai lernen kannst. Sawadee krub und bis zum nächsten Video.